Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Ebene Thüringen. Wir werden jetzt voll mit Düngen weitermachen. Die Aussaat läuft auch. Die Aussaat läuft auch, die ist jetzt auch. Brauchen noch 30 Minuten noch. Also morgen Montag ist dann entsprechend fertig. Ja, und dann müssen wir uns um Feld 60 kümmern mit Kalken. Habe ich gerade gesehen, Kalken, das werden wir auch gleich machen. Ja, muss man gucken, ob richtig anfängt. Und dann, naja, geht so flott weiter, ne? Die Ernte mit Raps läuft auch. Da fahren wir aktuell alleine ab. Zu viel Kursbille, irgendwie haut das nicht hin. Beziehungsweise bei Abfahrer ist schwierig, weil die Fahrzeuge, die in Anführungszeichen, die machen ein bisschen Ramidemi. So. Da schauen wir mal ganz kurz drauf. Ja, das ist gut aus. Weil bis dahin ist es ja gewachsen, glaube ich. Das heißt, bis dahin kann er gut aussehen. Gut, dann gehen wir auf unseren Abfahrer. Oh Wunder, ich bin hergesprungen. Scotty biegt mich rüber. So, heißt, wir suchen den wieder. Das ist nachts um 9:30 im Spiel. Bei mir ist 17:10. Ja, die Aufnahme läuft noch nicht. Läuft schon, aber die Zeit läuft nicht. Ups. Also die Stromkabel, die da so in der Luft hängen, also das ist so ein weißer Strich. Oder so ein, weiß gar nicht mal, so ein Lichtblitz. Da fährt er. 40%. FPS ist 45, das ist für ein Feld nicht schlecht. So. Das mit der Ernte klappt auch ganz gut. Da kommt der, achso, hier hält der an. War eingefällt. Weil die so. Blocking. Machen wir ihn gleich leer, machen wir auch erledigt. Und ja, war irgendwie Blutschrieben Hintergrund. Im Dunkeln, ja, dunkel ist ungünstig. Ich bin schwarz, der Schuhe ist schwarz, ich dachte jetzt auch schwarz. Das ist nicht gerade gut, der ist voll. 75%. Fein zu laufen. So. Wir müssen Kalken vorbereiten. Das heißt, wir brauchen einen Überführungskurs. Für Feld 60. Das ist aber der kleine Kalker, das macht keinen Sinn. Da würden wir uns die Pest ärgern, Anführungszeichen. Der hat das Doppelte. Das heißt, wenn ein Fehler passiert, dann nur die Hälfte der Fehler. Wir werden direkt uns immer am Silo auffüllen. Das ist nämlich sinnvoll. Können wir gleich im Anschluss nachher, wenn er mit Kalk durch ist, auch aussehen. Ich glaube, was genau, weiß ich nicht genau.
Raps habe ich gerade gehabt. Soja. Wär's mal mit. Ja. Keiner soll einen Blumen. Da muss ich nicht fliegen. Das ist ja nicht Glück. Da muss man auch Geräte für haben. So. Hafer haben wir auch gehabt. So, die erste Weizen. Wir können den ganzen Kurs hier löschen. Das bringt einfach nichts. Wir können auch einen alten Kurs nehmen für... Ja, das können wir auch machen. Der Führungskurs einsetzen. Alten Kalkkurs können wir aber löschen. Aber das ist ja nicht mehr aktuell. Gartenfeld 60. Erledigt. Gartenfeld ist auch erledigt. Kartenfeld 8 ist auch erledigt. Das ist dann hinfällig. Weil wir haben eine andere Arbeitsbreite. So. Auf zum Feld 16. Heißt in Zukunft, Feld 38 und Feld 60 sind nur gleichzeitig verkalken. Das ist eigentlich ungünstig, wenn ich dann mache. Aber bei Kalken wäre es egal, da können wir auch eine spulen, ist dann wurscht. Da ist es mir egal, wenn wir das Skanner durchfahren lassen. Ist erst bei 40, 38. Ja, gut. Ups. So, angekommen. Da schauen wir mal. Wir machen erstmal Kursgenerierung 60. 2 weich 18 Meter. 18 Meter. Zurück. Aufklappen. Das ist glaube ich 12. Mal nachschauen. Ah, also, da wird schon passen. 2 Runden. Würde ich ja gleich sehen, wenn ich einen starten lasse oder so entsprechend. Das schneidet so 2 und. Feld 6 ist auch richtig. Berechnen. Wie lange waren wir dafür? Geht nicht. So, jetzt müssen wir noch ergänzen. Überführung. Überführung. Feld 60 hoch. Das ist aber jetzt halt die Silos. Das ist aber auch okay. Hier werden wir den Kalkkurs speichern. So.
ersten Waypoint, da fällt so nichts. Gut. Läuft so. Wenn ich jetzt breiter arbeiten würde, wäre ich jetzt hier deutlich übers Feldrand und das ist optimal. Die 80 Meter beim Stimmen. So, jetzt gehen wir rüber auf die Ernte. Der Teil also packen, das ist so richtig. Ist auch wieder fast voll. Und Düngerfahrer. Kommen gerade zur rechten Zeit. Da müssen wir jetzt warten, bis er wächst. Das hier ist der Punkt, wo wir jetzt sagen können, jetzt können wir nicht weiterarbeiten, weil die Wachstumsstufe fehlt. Unkraut können wir auch nicht bekämpfen, aber Unkraut wäre nicht so schlimm. Das können wir auch zum Schluss machen. Ja, das ist egal. So, stehen lassen. Licht aus. Noch nicht gewachsen. Die Aussaat. Wo ist die Aussaatmaschine? So, mal schauen. Der braucht noch 15 Minuten noch. Hat die Folge nicht. Der ist ein Wenderadel etwas sehr, sehr, sehr eingeschränkt, kann man sagen. Aber er packt immerhin, ne? Er packt's, ne? Er packt's. Er packt ihn oder ja, genau. So, Lok. Also die Aussaat dauert noch eine Weile. Ja, der Drescher ist auch wieder voll. Geht gleich weiter zum Entleeren. Ja, Raps, 40%. Und uns beeilen. Also nächste Woche soll es heiß werden. Also ich werde versuchen nach der Arbeit gleich alle Jalousien zu machen. Ja, aber Abkühlung kriegst du keine mehr rein. Angefreite? Nein, normal nicht. Da muss man sagen, öffnen der Arm. Guck mal, haben wir die Fehler hier breiter hingebaut. Strombremsen. Also die haben keine Kollision, da kann man durchfahren. Sonst könnte man hier nachts nicht fahren, da wird man auch so drauf gegengefahren. Stromausfall hier im Ort. Das wär's, ne? Der einzige Bauer, der hier gibt, der fährt gegen Strommast und der Ort ist hier im Dunkeln. So, ich bin da. Jetzt klappt es nur aus. So, dann bin ich garantiert weit weg. Ja, garantiert. Auch wieder eingefahren. So können wir nicht arbeiten. Wie gesagt, die Aussaat muss am Tage erfolgen. Oh ja, das ist schwierig. Wachstumszeit muss ich mal rausfinden, wie lange das dauert. Kurz aufsteigen. Also, die nächste Stufe kommt in praktisch in 4 Stunden. Jetzt haben wir 21:37 Uhr, rechnen wir hoch auf 1 Uhr nachts. 1 Uhr nachts.
von früher. Lava haben wir da. Ein paar Kopfhörer hinten. Aber haben wir hier nicht. Das Frucht. Zigarre auch nicht und Baumwolle auch nicht. Das kann man anbauen, glaube ich. Gras in 6 Stunden oder 7 knapp. Der erste. Ja, 4 Stunden. Also da, wo jetzt aktuell steht, Aussaat ist, muss er dann praktisch in 4 Stunden fertig sein und 15 Minuten innen gehen. Also, wie viel mal 1 ist machbar. Da das ist 1:1. Mal 5 wäre das schon ein bisschen anders. Bremsen, Junge. Jetzt gehen wir gleich auf den zweiten Hänger. Das haben wir schön im Lager drin, alles schön Haferwein, weiß ich noch. Kalk ist bei. Oh, gut. Hafer haben wir 18.000. Raps haben wir jetzt auch schon fast 90.000. Rest Soja. Bisschen Hackschnitzel, das können wir verheizen. Das könnte jetzt aktuell kosten, ist aber ein Steigen. Das ist unsere neue Krautstation. Oh. Karambolage. Ja, wenn die Rapsernte fertig ist, ja, können wir einige Fälle laufen lassen. 13 Uhr, 13 Uhr kommt dann die nächste Stufe. Also die fangen also im Prinzip mit der Aussaat so an, dass wir genau 9 Stunden haben. Also. Wo wir die 8 Stunden haben. Entschuldigung. Wenn wir der erste vorne, ne? Und dann muss man eigentlich schaffen. Mein Feld 38 ist ja riesengroß, da haben wir von entsprechend Zeit einplanen. Und der andere Felder ist ja nicht ganz so extrem. Da ist er. Jetzt wird dann eine Frucht. Gehört? Nee, ich auch nicht. So. Genau. Gleich weiter. Das heißt, da wächst er genau um 1 Uhr nachts. So kann der Düngerfahrer weiterfahren. Das ist jetzt etwas. Ja gut, ist nicht anders. Also wir können ja nicht schneller fahren lassen, sonst haben wir ein Problem mit der Wachstum. So viele Wachstumsstufen auf Feld, das haben wir schon 3. 4 ist also reif und dann das ist nicht so gut. Wäre gar nicht gut, war nochmal viel, was er machen müsste. Kalk sieht gut aus. Ja, er hat noch hier das meiste, was hier am Zeitbau hat, ist ja hier das Wenden, das ist ja am längsten. Und hier hat er, naja, wie soll ich sagen, die Feldform ist ungünstig. Ungünstig in dem Sinne, so wäre. Muss er auch wenden und so hat er auch. Man müsste hier anfangen. Immer mal schauen, ob das nächste Mal besser klappt. So düngen sieht man ja. Er kann ja halt nur erst dann düngen, in Anführungszeichen, wenn die Wachstum durch ist. Und das ist hier noch nicht der Fall. Der
auch noch 8 Minuten. Das heißt, morgen. Morgen um die Zeit. Gleich entleeren, vorne wieder voll in den Fruchtrenn fährt. Und man hält eigentlich an. Das ist das ganz Gute so, wenn er so einen kurzen Dinger hat. Ah, hier ist der Kopf. Du musst gleich waschen. Die Nacht hier so stark geschwitzt. Ja, Sommer ist schlecht. Zu warm. Klimaanlage ist teuer und zu laut, vor allem nachts. Jetzt läuft sie auch nicht, das wäre ein bisschen Quatsch. Noch geht's mit Temperatur. Hier drin haben wir jetzt. So, hier sind 27 Grad. Und draußen sind es auch so ungefähr knapp 28. Und das ist. Bringt keine Abkühlung rein, also auf Fenster gute Luft kommt zwar auf. So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder über ein Abo. Dann seid mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann, ne?